Hallo und herzlich willkommen, meine Freunde. Willkommen zu Let's Play Harry Potter Puzzle and Spells, Rätsel und Zauber. Und wir starten direkt los. Unser Club. 58 Nachrichten. Richtig cool. Kerstin, Ida, Katrin, Petra, Munhi, Penny, Monika, Lisa, Patrick. Hallo, wünsche gute Spiele. Alles klar. Der Can ist dem Club beigetreten. Roman, Michaela, Birgit. Die sehen alle ein bisschen komisch aus, aber Hauptsache, die helfen uns im Club. Hallo, ich bin Patricia. Hey, alles klar. Bitte machen wir mal um Liebe. So. Dann, wir sind hier gerade im Moment auf Platz 1 mit 1042. Maisie, Lisa, Birgit, Moni, Penny, Petra, Pia, Kerstin, Patrick, Engel, Dr. Philipp, mein zweiter Account, Lena, Nils, Vana, Mama, Monika, Soja, Romano, Ida, Katrin, Telka, Marie-Lena, El Capia, Mucki, Michaela, Can, Anna, Enda, Frieda. Alles klar. So, Cut zum Tag von heute, denn sozusagen für euch gestern, wenn es rauskommt. Boah, cool, Erstappel. Aufstieg. Dein Club Philipp Drachenberg ist auf Rangstufe Smaragd 1 aufgestiegen. Neuer Vorteil, 10% schneller leben. Und 200 XP einsammeln. Yeah. Ja. Dann hier mal Belohnung zur Feier von Hogsmeade. Sammel 2 Sterne. So, sammel hier mal das noch ein. 115. Das karte ich mal kurz euch. Das mit Speed. Mir schau ganz schnell mal hier die Nachrichten an. Meist ist jetzt MVP mit 417 Punkte. Die sind echt nett. Denn die senden uns auch echt Lebe. Echt cool. Maisi, Romano, Birgit, Lisa, Petra, Moni, Penny, Kerstin, Nils, Lea, Pia, ich, Enda, Soja. Sonja. Mann, Soja, das ist doch was zu essen. Mensch, Philipp. Na dann. Die Einführungsfeier wird jeden Augenblick beginnen. Alles klar, Professor McGonagall. Fortfahren. Bewege entsprechend den Hut nach unten, indem du alle unter ihm liegenden Edelsteine kombinierst. Okay, Professor McGonagall. Alles klar. Machen wir das. So, und da wird er jetzt eingesammelt. Speed Ahoy. So, da haben wir das jetzt so. Und da hätten wir auch schon den Hut. 12 Züge übrig. Die Kreuzkröte aktiviere mir. Irgendwann später. Gut. Level 74. 2 sprechende Hüte und 20 von den Blumen da. Gut. Jetzt erst. Wingardium Leviosa. Alles klar. So. Aber was ich euch noch zeigen wollte, wenn man hier jetzt zweimal drauf drückt, nimmt er das geeignetste raus. Dieser Weasley-Beutel. 16 Züge übrig. Einsammeln. Gut, super gemacht. So, 48. Gut. Wir gucken jetzt mal hier, einsammeln. 1020 XP, reicht doch nicht für Level. Jetzt schauen wir mal. Das heißt Leviosa. Eine der Grundfertigkeiten des Zaubers ist die Levitation. Alles klar, Professor Flitwick, das sieht echt lustig aus. Nicht so wie im zweiten Teil, denn dort habe ich den ein bisschen umgebastelt. Denn im dritten Teil war es nämlich so, dass der Flitwick, also der Schauspieler vom Flitwick, hat eine Gastrolle bekommen, der Warwick Davis, und dann hat ihm das Outfit so gefallen,
dass sie den dann im vierten Teil, habe ich ihn dann geändert, das Outfit dann verändert, weil er, weil es den Kostümdesigner dann besser gefallen hat. So, dann, so, gut, dann geht's jetzt weiter. Gut, dann packen wir jetzt noch den Frosch und Sieg, 10 Züge abgeschlossen. Jawohl. So, ich habe das jetzt ein bisschen umgekartet. Oh, cool, Stufaufstieg Level 9, einsammeln. Gut, einsammeln. Akio, geflügelte Schlüssel verbessert. Ein Anstieg kriege mit. Alles klar, dann gehen wir jetzt zurück zu Rätsel Nummer 2. Es ist eigentlich ganz einfach. So, aktivieren wir hier noch die Bombe. So. Und jetzt benutzen wir unser tolles Geschöpf. Jawohl, cool. Gut. Dann schauen wir mal, dass wir die 31 gelbe Dinger da noch bekommen. So, das war ein ziemlich knappes Level, erinnert mich, denn wir haben jetzt nur noch 9 Züge. Es wird echt ein bisschen schwierig. Gut, aber trotzdem geschafft. Mit 5 Zügen übrig. Cool, weiter geht's. Es heißt Leviosa. Das habe ich ja schon gesagt. 110 Punkte bekommen wir. Denn Speed Ahoy. Wunderbar. Ja, das finde ich auch wunderbar. So, jetzt kriegt der Frosch hier noch einen Schlag. Gut. So, dann gucken wir jetzt mal. Jawohl, 3 Züge plus, 9 Züge plus. Schauen wir, dass wir den blöden Frosch da jetzt kriegen. Jawohl, den haben wir gekriegt. Das war jetzt ein bisschen blöd von mir. So, da noch ein Schlag. So. Mit den 9 Zügen, die wir jetzt geschenkt bekommen haben, haben wir das Level auch abgeschlossen. 8 Züge übrig. Ja. Alles klar. Wingardium Leviosa Aufstieg. Bekommst jetzt eine bombastische Bombe dazu. Fantastisch, finde ich wirklich. Alles klar. Das sieht man jetzt nochmal, was man da so alles bekommt. Gut. Danke fürs Ansehen, Leute. Ich hoffe, hat euch die Folge Spaß gemacht. Die geht es halt nur 8 Minuten, aber egal. Die nächste Folge wird dafür wieder vielleicht ein bisschen länger. Also dann, macht's gut. Tschüss.